Hallo Leute und willkommen zurück bei Viking, wo man da am Horizont schon unser Ziel von heute sieht, diesen großen, großen Turm da. Und ich würde sagen, wir machen uns gleich mal auf den Weg. Ich hoffe, wir rennen nicht wieder in die Armee rein, aber die scheint gerade nicht hier lang zu marschieren. Ich hätte irgendwie einen Weg finden müssen, da reinzukommen. Warum werde ich jetzt hier... Wahrscheinlich wird es jetzt deswegen, weil die da oben mich natürlich schon lange gesehen haben. Yet another of Hell's accursed powers. It protects her island from our forces in the south. Crush it, Skarin. Leave no being alive to spread the underworld's death. Ja, niemand am Leben lassen, das werden wir machen. Ja, ich muss wahrscheinlich wieder da hier an der Seite rein. Denn die Tür wird wohl kaum funktionieren. Aber auch gut zugeschlagen. Hihihi. Sonst noch irgendwas hier? Da ist noch ein kleiner Schatz. Zwei Stück sogar. Wow. Nicht schlecht. Nicht schlecht, der Specht. Ah. Verdammt, da habe ich etwas spät reagiert. Sonst hätte ich den da deutlich mehr antun können. Und scheinbar ist die Eingangstür leider doch offen. Oh, naja. Kellerleerräumen schadet sicherlich auch nicht. So, jetzt die Frage, was lauert hier so? Gerade mal nichts. Okay. Und dafür... kommt hier jetzt umso mehr, denke ich. Nein, nur ein Schütze. Okay. Ist ja schon fast wenig. Vielleicht sind sie alle schon vor Vorfreude runtergesprungen, um mir entgegenzukommen. Und einmal da Mitte durchteilen. Aus 1 macht 2. Zum Glück sind die Einzelnen nicht mehr lebensfähig. Sonst hätten wir so ein bisschen Probleme, wenn Gegner damit durchschnellen würden, dann würden aus einem Gegner zwei Gegner werden. Okay, hier scheint nichts zu sein, aber eine Truhe, die nehme ich gerne mit. Gibt gut Geld. Ist, glaube ich, auch von Insel zu Insel mehr geworden, was aus so Sachen rauskommt. Hätten wir. Da geht's weiter hoch. Kommen wir doch gut voran. Und hier sind wieder Bogenschützen. Ja, so eine Überraschung. Aber wie mir scheint, haben sie mich noch nicht gesehen. So. Geht's jetzt noch höher? Oder haben wir etwas übersehen? Theoretisch gesehen müssten wir... Ne, höher geht's hier nicht mehr. Das heißt, wir haben auf jeden Fall oben alles erwischt. Ja, jetzt mache ich so einen Hackmack-Springer runter. So tief ist das nun auch wieder nicht. Das heißt, irgendwas haben wir unten übersehen. Ja, jetzt wird's nicht wieder dran gehen. Irgendwie komme ich jedes Mal in die Nähe davon und will automatisch runtergehen. Ach, da ist noch einer. Leider... war ich selber zu überrascht, um den da zu überwältigen. Okay. Haben die sich hier nochmal gesammelt für meinen Weg runter, Leute, wenn das spannend wird, oder was? Ah, dann hauen wir uns einfach ganz geduldig durch ihn durch. So, und schauen wir mal, was auf dem Weg nach unten noch so kommt. Hier noch mehr auf mich lauern. Hier war der Keller, da ist auch nichts mehr. Dann ist vielleicht vorne vor noch irgendwas. Ja. Ich
Da waren Lebenspunkte, die hätte ich gerne. So, jetzt haben wir es. Befreit. Und dann Nydias Schnapsbeinerei dürfte das nächste Ziel werden. Ist die Frage, nee, wenn wir unten runtergehen, haben wir da nicht so viel von. Weil ich vermute, dass dort am Strand sicherlich auch noch Sachen sein werden. Ich würde das hier gerne wieder deaktivieren, aber leider geht das nicht. Wir verbrauchen unseren restlichen Zorn noch komplett. So, jetzt steckst du deine Waffen ein und fängst wieder an zu regenerieren. Wie sich das gehört. Slow your pace. Legion are strong here and they are vigilant. Make use of the flame pots you liberated from the last isle. Rain fire down upon them, Skarin, as if it were sent from Asgard above. Oho. Einen kleinen Trick bekommen, was dir gegen die helfen kann. Nämlich die Flammenpötte. Aber ich denke, ich werde es eher so machen, dass ich hier versuche reinzukommen. Das müsste ja einfach machbar sein. Und da hinten muss ich hin. Na super. Ah, schade. Ich hätte gehofft, ich würde wenigstens einen davon von hinten erwischen können. Und das kriegen wir doch sicherlich auch noch, oder? Ja, sehr schön. Sehr schön. Musste ich mich mal ein bisschen konzentrieren. Da ist noch Geld. Da kommt einer. Schade, vorbeigeschlagen. Das wäre zu praktisch gewesen, wenn wir den mit einem Schlag erwischt hätten. Aber so schön ins Gesicht. Batz. Wenn er schon mit Vollschwung kommt. Da habe ich gerade nur was blinken gesehen. Ja, das ist aber ein Fass. Das ist nicht unbedingt so wichtig. Es ist wichtiger, dass wir hier dieses Ding da bekommen. Na? Gott, seid ihr viele mit diesen dummen Schilden. Ich hoffe, dass ich vielleicht zumindest stückweise welche von hinten erwische. Das hat leider nicht so gut geklappt. Und leider habe ich keine Flammenpötte mehr, um die auf die runterregnen zu lassen. Ärgerlich. Kann man hier vielleicht irgendwas... Na, nee, das klappt alles so nicht. Ich brauche jetzt wieder ein bisschen Zorn, weil ich eine Chance haben will. Oh Mann. Die dann nur noch so viel aushalten neben ihren Schilden, durch die ich mich durcharbeiten muss. Ja, da kann ich Zorn bekommen, komm schon. Shit. Schlechtes Timing gewesen. Und irgendjemand schreibt mir auf Twitter, aber das ist natürlich uncool. Ich hoffe, man hat es. Ah, doch, man hat es im Hintergrund ziemlich sicher gehört. Ich weiß nicht, ob ich Twitter noch anhatte. Und es sind gleich zweimal hintereinander irgendwas. Das ist Gesundheit, Gesundheit. Und wieder Gesundheit. Hält der viel aus, ey. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Leben und sind die endlich los. War das ein Fluch? Oh Mann, und da ist sogar eine Truhe. Vielleicht komme ich an die gerade mal dran. Truhen sind immer schön, nehme ich gerne mit. Gibt gut Cash. Oh ja. So, und jetzt macht das Tür auf. Die drin jubeln zwar, aber keiner ist bereit, mir zu helfen. So. Da kommt jetzt mehr.
Glück sind jetzt wenigstens ein paar Leute da, die mir hier helfen, ey. So. So, den hätten wir. Da ist noch einer. Mir scheint fast, wir haben sie, oder? Ja, klingt so. Informationen hält die Karte bereit, das heißt, irgendwo müsste jetzt gleich jemand auftauchen, der mit uns reden will. Vielleicht der da irgendwo, oder sie da. Müsste ja eine Chefin sein hier. Nee, das ist ein Kerl. Da, da. Ich hätte auf eine Frau gehört, die das getippt hat, den Namen. Success on the other isles, but their troubles were nothing compared to ours. We just can't leave our jobs and take up arms with you. Unless we know we're following a leader with brains as well as brawn. There's a large group of Legion troops patrolling this area. They look strong and mean as Loki himself. We need to wipe them out if we're going to stand a chance of reopening the trade routes and start making some more flame pots. Congratulations on liberating the quarry. The explosive you carry from Ingolf will blow the bridge. Once you've done that, my men will join with your forces and you'll be able to begin the ambush. Ja, wir haben den Sprengstoff von da bekommen und da müssen wir jetzt die Brücke manipulieren. Jetzt ist die Frage, wie zur Hölle soll ich da hinkommen? Welcher Weg ist das denn? Schauen wir mal von hier oben runter. Das ist die Brücke. Da müsste man ja eigentlich... Mecker nicht, das überlebst du. Oder kann ich das hier auf der Karte machen? Ha! A zum Schlachtbeginn. Ja, dann machen wir doch mal eine gemütliche kleine Schlacht. Den Sprengstoff haben wir ja. Das heißt, wir können hoffentlich von der dicken Armee, die da rumging, die kennen wir ja schon, einen guten Teil in die Luft jagen. Das wäre zumindest super. So den Hauptteil vorne mit den ganzen dicken Viechern. Das sind schon die Bogenschützen, da hinten sind unsere normalen Truppen, aber wahrscheinlich werden es eher so haben, dass wir den hinteren Teil in die Luft jagen, so wie ich die kenne. Damit die in der Falle sitzen und nicht wieder raus können. Weil eine Falle von hinten eigentlich effektiver wäre, musste man sagen. Weil da müssten sich alle umorganisieren. Oder man macht es in der Mitte und teilt sie auf, das wäre auch nicht schlecht. Aber da muss man auch seine eigenen Truppen aufteilen. Also ich hätte den vorderen Teil weggesprengt und dann versucht, den von hinten in den Rücken zu fallen. Wie mir scheint, haben wir uns so ziemlich in der Mitte versucht. Und da kommt die Wikinger-Elite. Wir starten hier mal voll rein mit dem, was wir am besten können, nämlich mal die Schneiseffekte. Leider bin ich hier nicht mit vollem Leben rein, was ziemlich ätzend ist. Ein bisschen Leben bekommen. Und wie mir scheint, sind wir sehr effektiv. Ich habe von kürzester Zeit aufgerieben, so ziemlich. Da ist noch einer. Armee vergrößert. Ja, wir haben es wohl geschafft. Unsere Truppen waren erfolgreich. Steinbruch, sag ich schon. Nee. Schnapsbrennerei befreit. Das nächste sind hier die Höhlen nahe der Duellarena. Und die Höhlengefängnis der Legion. Ich würde sagen, wir rennen hier mal wieder hoch. Und ich glaube, dann kommen wir nämlich eher zum Höhlengefängnis der Legion. Karte hat neue Informationen. Ja, das hatten wir jetzt ja. Die kennen wir auch schon. Was muss ich hier denn noch? Befreit die Höhle der Gefangenen. Befreit noch einmal. Was ist hier? Da müssen wir uns da wieder einschleusen. Der Besitz ist der Schlüssel zum Höhlengefängnis. Hält sich in der Nähe von Nordmorf. Das heißt, wir brauchen noch gar nicht zum Höhlengefängnis zu gehen, bevor wir da nicht den Schlüssel haben. Aber wir können versuchen, zur Duellarena zu gehen. Und zu schauen, was da so auf uns wartet. Vielleicht können wir noch ein paar nette Sachen lernen. Oder zumindest stückchenweise noch was freikämpfen. Ja, doch, klingt doch ganz gut. Weil ja, den Schlüssel zur Höhle haben wir ja noch gar nicht. Ach, hier war der Stein.
Wo bin ich denn jetzt? Nee, hier links müssen wir schon weiter. Das ist schon richtig. Einmal wieder durch die Schnapsbrennerei durch. Aber die haben wir ja befreit. Da müssen wir uns ja keine Sorgen mehr machen. Wo, da soll noch ein Schatz sein. Ach ja, da ist noch was gewesen. Mal alles mal mitnehmen. Kleinvieh macht immerhin auch Mist. Und da ist auf jeden Fall noch so ein Leystein. Das ist doch schon mal interessant. Ich weiß noch nicht, wie weit weg der ist. Aber ich glaube, den kann... Ja doch, den müsste man sich holen können. Hier hoppeln wir einfach mal runter. Es färbt sich hier schon wieder so dubios rot. Wenn wir uns den auf jeden Fall mal holen, dann können wir nicht beim nächsten Mal wesentlich schneller zu der Stadt hin. Oder will ich da jetzt schon einmal rein? Irgendwie habe ich gerade Lust, mich da schon reinzuschleichen. Ich glaube, wir probieren das einfach mal. Zu der L-Arena kann ich auch nächstes Mal noch. Aber ich versuche mal, in die Stadt reinzukommen. Ich muss immerhin einmal ganz durch, was ein bisschen fies ist. Aber das müsste ja irgendwo sich einen Eingang finden lassen. Kann man heute schon mal den ersten Versuch machen, dabei reinzukommen. Und wenn es nicht klappt, dann beim nächsten Mal nochmal. Irgendwie erwarte ich nicht, dass ich das im ersten Anlauf schaffe. Ach, hier sind wir. My Thornwick. Look what she has done to it. This verdant soil has soured in the presence of her legion. There are some survivors still inside. I can hear their prayers. Break down the doors and answer them for me, Skarin. Ja, aber noch sind wir nicht bereit für die Schlacht. Sondern wir sind eher so weit... Ah, ich sehe auf der Karte, wo die Eingangsstellen markiert sind. Nämlich ganz außen. Und dann werde ich mich wahrscheinlich innen einmal bis zum Mittelgang schleichen müssen. Und dann kann man da irgendwie rüber. Hier sieht man da so kleine X's, die einem sagen, wo man in die Mauer rein kann. Wahrscheinlich dann da weiter lang. Ja, irgendwo hier müsste das sein. Ja, das sieht hier doch... Oh Gott, sind wir hier nah in der Lava. Aber wir kommen hier rein. Oder? Ja, wir können hier an der Kante lang... Ey, oh Gott, muss das warm sein, über so einem Lava-Pool lang zu latschen. Hätte ich ja keinen Bock drauf. Mann, Mann, Mann. So, Skarin. Komm da ruhig schnell wieder weg. Muss dich nicht länger als nötig damit rumschlagen. Dafür kommen wir hier gleich an einer recht guten Stelle raus. Hoffe ich. Auch wenn hier alles kaputt ist. Ah ne, wir müssen das Haus hier irgendwie drumherum. Da sind reichlich Gegner. Uncool. Kann ich da nicht irgendwie drüber oder so? Oder irgendwie anders durch den Zaun durch? Ich muss zu dieser kleinen Brücke da. Und wenn ich hier lang gehe, sieht man da schon wieder reichlich Gegner. Ich probiere das hier jetzt einfach mal, mich hier durchzuschleichen, auch wenn ich nicht glaube, dass das klappen wird. Im Zweifelsfall einfach zu rennen. Beeil dich, Skarin, beeil dich. Jetzt wollen wir mal schauen, wie viele hier hinter mir da sind. Dass ich mich hier durchprügel durch das, was da noch ist. Aber ein Großteil hat mich netterweise wieder in Ruhe gelassen. Wollen wir hier mal ein Stück beiseite. Von denen da wegzukommen. So, weg mit dir. Da oben an die Nordseite der Mauer muss ich. Zum Verräter. Habe ich leider keine Wurfwaffen mehr. Sonst wäre das einfacher. Da habe ich einen Bogenschütze gesehen. Aber scheinbar kommen wir hier erschreckend gut durch.
Wo bin ich? Da bin ich kurz davor. In dem Ding irgendwo muss er sein. Scheinbar. Schwupp, da ist wieder der Kellereingang. Oh. Das ist ja wohl schon, oder? Ist das einer seiner Leute? Oh, Arsch. Motzen hier ein bisschen in der Ecke zusammen. So viel kann der ja echt nicht mehr aushalten. Und das kontert er immer, wenn ich hier versuche, seinen Angriff zu durchdringen. So, jetzt habe ich dich. Kerkerschlüssel erhalten. Das war er, den wir brauchten. Damit können wir jetzt da rein. Können hier noch ein bisschen prügeln, bis ich verrecke, denke ich mal. Oder zumindest mal schauen, ob hier noch irgendwo ein Schatz drin ist oder so. Und uns dann beim nächsten Mal hinstellen und den Kerker befreien. Ich glaube, ich will auf dieses Gebäude hier schon nach oben drauf. Da habe ich ja voll dran vorbeigehauen an dem. So, sag du da ruhig runter. Da ist nämlich noch ein bisschen Schätzkiss. Und hier geht's nach oben. Da sind natürlich so ein paar Bogenschützen. Vielleicht kann man hier noch ein paar mehr Schätze finden. So, du gehst schon mal runter. Du auch. Höhenrausch. Das ist ein Achievement, das lustig klingt. Das will ich mir mal eben kurz anschauen. Setzt eure Schlag ein, um die Widersacher der Legion in die Verteidigung stärken, um die Widersacher der Legion in die Verderbnis zu stürzen. Aha, ist so ein Achievement, was man bekommt, wenn man Leute hier runterstößt. Und dann, schwupp, ab mit dir. Mal Geld bekommen und weiter nach oben. Natürlich hier wenigstens ganz auf dem Dach. Und er fällt dafür gleich mal runter. Aber leider ist hier oben sonst nichts Spannendes mehr. Schade, ich hätte gehofft, hier vielleicht noch ein Türchen zu finden. Dann würde ich sagen, machen wir hiermit für heute Schluss. Mit dem Blick über die Stadt, die wir dann bei Zeit erobern müssen. Beim nächsten Mal werden wir dann hier die Leute aus dieser Höhle befreien. Den Schlüssel dafür haben wir ja schon. Wir brauchen auch schon die Armeegröße. Wir müssen nur noch hier die einen befreien. Ja, klingt auch gut. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann, Leute. Macht's gut.